man von hier, was man von hier, was man von hier, aus man von hier. Als Luises Großmutter Selma sagte, sie habe in der Nacht von einem Okapi geträumt, waren alle im Dorf sicher, dass einer von ihnen sterben musste. Meine Großmutter hat heute Nacht von einem Okapi geträumt. Stirbt dann jetzt einer? Die Leute im Dorf waren beunruhigt. Hallo. Den ganzen Tag über beargwöhnten sie ihr Leben und so weit wie möglich das aller anderen. Die Leute im Dorf beargwöhnten ihr Herz, das so viel Aufmerksamkeit nicht gewohnt war und deshalb verstörend schnell klopfte. Sie erinnerten sich daran, dass bei einem heraufziehenden Herzinfarkt es in einem Arm kribbelte. Aber sie erinnerten sich nicht in welchem. Deshalb kribbelte es den Leuten aus dem Dorf in beiden Armen. Bist du ganz sicher, dass wirklich ein Okapi war? Kann doch auch ein verwachsenes Rind gewesen sein. Das ist doch Quatsch, Luise. Also gegen den Tod, auch wenn ich das nur sehr ungern zugebe, da habe ich leider nichts. Das hält, verlass dich drauf. Das hält ewig. Ich glaube, ich hänge alles an den Nagel. Ich würde mich an deiner Stelle lieber verpissen, Selma. Die Ketten sind auch nicht mehr die jüngsten. Ich habe dich im Auge. Halt! Ihr habt beide sehr, sehr seltsame Väter, aber es hängt sich alles wieder ein. Mitarbeiter des Monats. Sind noch alle da? Fragte Luise. Nein, sagte sie. Es sind nicht mehr alle da, Luise, aber die Welt gibt es noch. Die ganze Welt minus eins. Als Luise bei der Uhlheck war, auf der Wiese, auf der Selma in ihrem Traum mit dem Okapi gestanden hatte, trat auf einmal ein Mann zwischen den Stämmen hervor. Er war so plötzlich und lautlos da, als käme er nicht aus dem Wald, sondern aus dem Nichts. Ein Mönch war durchs Unterholz gebrochen. Ich heiße übrigens Frederik. Frederik? Du heißt Luise. Du bist 22 Jahre alt. Entschuldigung, ich brauche noch deine Telefonnummer. Immer wenn deine Großmutter von einem Okapi träumt, dann stirbt hinterher jemand. Deine Mutter überlegt schon seit Jahren, ob sie deinen Vater verlassen soll. Sie hat einen Blumenladen und eine Affäre mit einem Eiskaffeebesitzer, der Alberto heißt. Dein Vater findet, dass man nur in der Ferne wirklich wird. Ich mach vielleicht bald eine größere Reise. Der Optiker liebt deine Großmutter und sagt es ihr nicht. Dein Apfelkuchen gestern war wieder unübertrefflich. Apropos unübertrefflich. Und du machst eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Sie sind eine sehr gute Buddhistin. Schön, dass das endlich mal jemand merkt. Wiedersehen, Luise. Selma, das alles ist ganz wunderbar. Hier steht, dass jede Erleuchtung mit dem Putzen des Bodens beginnt und endet. Wusstest du das, Selma? Nein, das wusste ich nicht, aber ich hatte es gehofft. Liebe Luise, kannst du denn unterschreiben, dass wir nicht zusammengehören? Du hast dich doch komplett aus dem wirklichen Leben zurückgezogen. Was ist denn das wirkliche Leben deiner Meinung nach, Luise? Papa, du musst kommen. Selma geht's schlecht. Danke. Danke, dass du mir am Ende so viele Anfänge bringst. Hallo, Frederik. Könnten Sie wohl vorbeikommen? Natürlich. Ich hatte schon so ein ungutes Gefühl. Jetzt sind wir ganz allein. Niemand ist allein, solange er noch wir sagen kann. Ein Taxi setzte Frederik vor Selmas Haus ab. Frederik? Mit einem großen Seesack, in dem all sein Hab und Gut war? Darf ich dich hochheben? Ja, bitte heb mich hoch! Ja! Thank you.